6. November 2038, 20.17 Uhr. Unwahrscheinlich. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Ach ja, ich frage mich, ob das vielleicht das Kapitel ist, auf das wir alle gewartet haben, der Eden Club. Ich bin gespannt. Oh, die Hula-Tänzerin vorne, guck mal. So, Hank ist gerade angespannt. Also unser Verhältnis mit Hank ist angespannt. Softwareinstabilität. Der Eden Club. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh ja, da kann ich meine, Eins in eine Null stecken. Das ist da hinten. Kann ich da vielleicht schon Infos kriegen? Kann ich da hinten? Nee, Folge Hank, okay. Mal kurz umgucken. Wir können hier gar nichts machen. Los, Gronk, geh da endlich rein. Wir wollen das sehen, aus wissenschaftlichen Zwecken. So, liebe Wissenschaftler, wir gehen mal rein. Aber ganz ehrlich, es ist Sony. Hier werden alle angezogen sein. Es gibt Blut, es gibt Totschlag, es gibt Mord und so weiter. Aber die hier werden alle hübsch angezogen sein. Sag ich doch. So, für die Wissenschaft. Sogar mit Glitzer-Make-up. Da hat man wirklich an alles gedacht. Hallo. Connor, was zur Hölle machst du da? Was? Komm, Lieutenant. Nicht, ich hab für die Wissenschaft. Für die Mädels geht nicht. Ich kann nicht mehr ranzoomen. Hallo? Für die Wissenschaft? Für die Wissenschaft. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh nein. Oh toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Na, großartig. Gavin ist auch da, da freue ich mich, ja? Den hasse ich ja. Übrigens, liebe YouTube-Werbekunden, das sind alles nur Androiden, die sind nicht echt. Oh. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund, was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht's hier doch nach Alk. Ach, bitte. Nacht, Lieutenant. Voll der Klischee-Schulterstüber. Untersuche den Tatort, das Opfer und Androiden. So, wir schauen uns mal ganz kurz um. Die beiden Dinger sollen wir wahrscheinlich untersuchen. Jo, wir gucken uns natürlich aber trotzdem mal um. Was haben wir denn hier? L1. 75 Grad Fahrenheit, alles klar. Lecker Splashy Drinks kann man hier. Choose your Fantasy. Toll, da kann ich die Farben ändern. Das ist aber nicht meine Fantasy. Aber da links kann ich den Background ändern. Toll, kann ich die Wallpaper beim Vögeln ändern. Das ist natürlich auch ein großes Achievement für die Zivilisation. So, Champagner hier nochmal. Ein kleiner Nasenrein, alles klar. Handtücher, aber keine Taschentücher. Das geht so natürlich nicht. Gibt es einen Spiegel an der Decke? Ich frage meinen Freund. Naja, mehr oder weniger. So. Gut, wir untersuchen mal ein bisschen das Opfer. Ein Mann mit Bart. Die sind alle widerlich. Alle bekannt für widerliches Verhalten. Geplatzte Äderchen im Auge. Das sieht stark nach Ersticken aus. Oder Luftmangel. Kann natürlich auch erwürgen sein. Verstorben. Grüße ans Todeszeitpunkt 18.24 Uhr. Michael Graham. Okay. Was haben wir hier am Hals? Ich sehe nichts. Schwere Blutergüsse. Todesursache ersticken. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich habe 2 Folgen CSI geguckt. Ich bin Privatdetektiv. So, und das Herz wahrscheinlich. Stillstand. Jawohl. Herzanfall ist nicht die Todesursache und wir können jetzt rekonstruieren. Okay.
Wir spulen mal zurück, was geschehen ist. Hier wehrt er sich offenbar gegen irgendwen. Wahrscheinlich gegen die Dame, die da liegt. Opfer wurde erwürgt. Oh nee, das kann nicht sein. Wenn er erwürgt wurde und da hinten liegt noch der tote Android. Komischerweise liegt hier kein toter Android. Na gut. Aber dann kann er nicht der Mörder gewesen sein. Entweder das oder es gibt noch einen zweiten Komplizen. Hier fehlt was auf jeden Fall. Weil wenn er so umgebracht wurde, dann muss die Person obendrauf, wird er wohl noch leben. Oder sie hat sich dann halt dahin geschleppt und ist gestorben. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Okay, wir werden es erfahren jetzt. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Das kann auch sein. Wir übersehen irgendetwas. Jungs. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Ich hab den Fall doch schon... Ich kann's versuchen. Ich hab den Fall doch schon gelöst und ich frage... Im Führerschein steht... Michael Graham. Kreditkarte und auch Bargeld. Foto mit Ehefrau und zwei Töchtern. Oh. Um den Anruf weiß sich keiner. Todesursache? Im Puff erwürgt. Ja, schwierig. Ich habe mal eine Frage wegen der Toilette, ne? Das Glas da hinten. Dunkelt sich das ab, wenn man Dinge tut? Erstens sieht es doch ein bisschen unbequem aus vom Platz her, weißt du? Ich würde da mit den Knien wahrscheinlich immer irgendwo gegenkommen. Und zweitens, wenn das Glas sich nicht abdunkelt, dann möchte ich hier echt nicht... Das wäre nicht so... Ich weiß nicht. So, Wissenschaft. Analysieren. Diagnose. Wir analysieren erstmal. Wow, hey, 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 hey! Ah, oh, Connor, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Okay, blaues Blut, Modell WR400, Seriennummer, pipapo, alles klar. So, Diagnose. Diagnose läuft. Selektor 5402 schwer beschädigt, Biokommandant schwer beschädigt. Ich verbinde mich mal gerade. So, hier. Reaktivierung erforderlich. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Oh Gott. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Oh Gott. Okay, ich öffne das Bauchi. So. Oh, das sieht sehr komplex aus. Ich muss wahrscheinlich den Stecker verbinden. Hab 3 Jahre studiert. Und kann jetzt reparieren. Oh, oh, oh. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, die Arme. Oh, Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte 2 Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Wo ist der andere Android hin? Hat er etwas gesagt? Shit. Ah. Die Zeit war auch zu knapp. Da war noch ein Android. Hm. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid.
Ich weiß, wie man Abweichler aufspüren kann. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Nein. Gut, einmal. Vor 2 bis 3 Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie haben nicht zufällig eine Überwachungskamera hier, ne? Auf keinen Fall. Ich meine, deshalb kommen die Leute ja in den Eden Club. Diskretion. Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja, kann ich klagen. Das Gute an Androiden ist, sie sind zu allem bereit. Man holt sich bei ihnen nichts und sie schweigen wie ein Grab. Da lässt man die Sau raus. Tja. Ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich mein Horn. Ich weiß, wie man Abweichler erkennen kann. Die haben doch keinen Verfolgungschip mehr. Dieser Clubmanager ist echt eine Nervensäge. Hat mir Ewigkeiten das Ohr abgekaut wegen seiner Lizenz. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Wir glauben, es war noch ein Android im Zimmer. Noch ein Android? Oh. Ja, das sagt zumindest Connor. Sie muss ja auch die Tür gesehen haben. Lass dir vielleicht eine Tablette für mich. Nichts dabei, tut mir leid. Rauche menschlichen Fingerabdruck. Kannst du mir helfen? Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Ja, jetzt gehst du mit ihr aufs Zimmer. Oder ich prüf mal was. Bei Glitzy Sonnenschein hier. L1. Dreieck. Oh, scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Playback Enable, alles klar. Hier ist, glaube ich, gerade ein Kunde. Wir können vorspulen und zurückspulen. Und da haben wir, guck mal. Da kommt jemand raus. Wir nennen sie Blue. Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Okay. Warum ist sie die einzige mit blauen Augen? Haaren, Entschuldigung. So, da unten war noch der Kunde. Konnte man gerade noch sehen. Wie cool das ist aus der Dingens, ne? Aus der Echtperspektive. Voll cool. Okay, verlassen. Ich gehe kurz raus. Ach, warte mal. Ich muss jetzt natürlich noch was gucken. Sie geht in Richtung des Eingangs. Das heißt, eventuell kann ich da sehen. Da ist der Nächste, der was weiß. Aber ganz ehrlich, wenn sie in Richtung Eingang läuft, dann... Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Was? Okay, ganz kurz. Hey, was soll ich mit der jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Verbinden. Probieren wir den hier. Auf den Weg mit. Der tanzt hier gerade, der danzt einfach durch die Gegend. Der hat nichts gesehen, oder? Nichts gesehen. Okay, pass auf. Dann schnell weiter. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Scheiße, ist die falsche Richtung. Nein, die da hinten muss es gewesen sein.
Jo, ich sehe schon, die setzt sich schon mal hin. Die will unbedingt verbunden werden. Hallo. So, dann zeig mal her deinen Augenschein. Wie cool das ist mit den Händen. Und das ist so realistisch dargestellt. Ich strippe ja selber auch am Wochenende, um mir ein bisschen Brötchen dazu zu verdienen. Warte, kurz die Busenkamera. Achso, okay, wir haben keine Zeit. Da waren kurz Busen zu sehen. Da ist sie. Android ging in den Club zurück. Und zwar ging sie da hinten hin. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Wenn Ihnen was Besseres einfällt, sagen Sie es. Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Wer hier? Den kann ich nicht scannen. Scheiße. Ich kann die alle nicht scannen. What the fuck? Den da muss ich scannen. Okay. Frage Hawk. Okay. Okay, da geht sie lang. Android ist in den roten Raum. Lauf. Was macht sie denn da? Laufen die Dingens noch? Läuft der Timer noch in den roten Raum? Okay, wer könnte sie im roten Raum gesehen haben? Wer guckt auf den Eingang? Er vielleicht. So. Was voll spannend. Okay. Er hat nichts gesehen. Okay, warte. Vielleicht. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Er guckt in Richtung Ausgang. Der könnte es sein. Oh. Hey, sweet boy. So, da guckt er an sich herunter. Er hat immer noch Interesse an den sweeten Boy. Also der. Nein, der hat auch nichts gesehen, aber der guckt doch in Richtung Ausgang. Fuck. Nein. Ich habe die Spur verloren. Ich gebe nicht auf. Hi. Alles klar, der quatscht gerade irgendwas. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Das wird teuer. Okay. Hier ist wieder so ein schöner. Da ist die Tracy, alles klar. Ach, die ist nur durchgelaufen. In dem blauen Raum. Die ist nur durchgelaufen, deswegen hat die auch niemand gesehen. In den blauen Raum. Da drüben. Ich würde gerne rennen, ehrlich gesagt. Okay, guck mal, die guckt hier. Hallo. Hello, Girl. Schaut sich um. Da ist sie. Und da drüben ist der Bodenwischer. Android hat sie in einem Raum versteckt. Das ist welcher Raum? Neben der 22 der Raum. Neben der 22. Da. Der muss sein. Der Bodenwischer hat was gesehen. Vielleicht, wenn ich auf den Boden gucke die ganze Zeit. Hier ist niemand. Er hat das Zimmer verlassen. Oh, Alter. Okay. Cool, dass es auch geht. Okay, was haben wir denn hier? Da waren Beine. Ich weiß nicht, das war sie auf jeden Fall. Private Staff only. Neben Available. Zwischen Available und Ausgang. Irgendein Private Staff, das ist wahrscheinlich. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie! Hier. Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn! Okay. Alter. Warte! Ich übernehme das jetzt. Oh.
das Lager. Oh, ja, so spannend. Scheiße! Wir sind zu spät! Okay, was haben wir denn? Wir haben blaues Blut. Und zwar nicht wenig davon. Also offenbar wurde da jemand getroffen. Da hinten sind Klamotten, da hinten ist noch was. Blut gucke ich gleich mal, was die definitive Spur ist. Untersuchen. Schöne Kleidung. Irgendwas hat da gerade geleuchtet. Ich weiß nicht genau, was es war. Irgendein schönes Lichtlein. Die sind alle inaktiv. Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Ja, da sagst du was. Okay, warte, hier kann man nichts machen. Oh, warte. Wissenschaftliche Studien, ganz wichtig. Hier draußen, im Regen, keine Spuren, da drüben ist ein Zaun. Okay. Ah. Ich mag es, wenn an spannenden Stellen Magazine platziert sind, weißt du, wenn das wieder die Geschwindigkeit rausnimmt, das ist immer das Schöne. Die mikroskopischen Maschinen uns ewig leben lassen. Okay, das finde ich aber wieder spannend. Die Leute sind doch sowas von krank. Ja. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Ja. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich weiß nicht. Also, trotz enormer medizinischer Fortschritte sind viele Krankheiten für Ärzte und Chirurgen noch unheilbar. Doch das könnte sich bald ändern. CyberLife hat einen Nano-Androiden entwickelt, der im Körper eines Patienten Krebszellen bekämpfen, das Immunsystem stärken oder genetische Krankheiten reversieren kann. In einem klinischen Test wurden Millionen dieser winzigen Maschinen verwendet, um Krebszellen anzugreifen. Sobald der Krebs vernichtet worden war, wurden die Nano-Androiden mit dem Urin des Patienten ausgeschieden. Cool. Laut Derek Ross, dem Leiter des National Life Extension Institute, sind die Ärzte und Sterblichen schon unter uns. Der Sieg über Keks, Hirnkrankheiten und Organversagen wird eine nie gekannte Lebenserwartung ermöglichen. Doch der berühmte Ökonom und Autor Yuri Makesh warnt vor einer unbeabsichtigten Konsequenz. Wir haben bereits eine überalterte Bevölkerung, eine schwindende Anzahl junger Menschen unterstützt immer mehr Alte. Können wir uns bei steigender Arbeitslosigkeit wirklich weitere Millionen Senioren leisten? Und die Frage, die ich mir immer stelle, wenn Leute von Arbeitslosigkeit und sowas reden, wie wäre... Na los, Connor. Ja. Wir gehen. Ja. Ich komme. Ich gehe noch nicht. Okay. Ich hab's gelesen. Bitte sag mir nicht, dass er geht. Ich gehe noch nicht. Wir haben noch eine Spur. Und zwar haben wir hier diese blaue Spur. Da hinten ist noch was. Das ist doch doof, dass da eine Zeitschrift liegt. RA9. Alles klar, gut, das hätten wir uns schon selber denken können. Aber es ist doch blöd, dass da eine Zeitschrift liegt, die uns Zeit kostet. Die Spur ging hier, glaube ich. Ja, die geht zu denen hier hin. Da ist... Oh. Hilfe! Keine Bewegung! Fuck. Ich hasse Quicktime-Events! Ich hasse Quicktime-Events. Nein, ich hab's gedrückt, aber verzogen. Treten. Fuck.
Schnell, sie erwischen uns! Alles klar, Mädels, komm her. Aua, 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 aua. Nein, falsch! Aua! Au! Ah. Okay, Risiko. Dieser Mann. Er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. Ach, krass. Ha. Und ich dachte, ich hab's mir verkackt. Alter. So, Folgendes ist passiert, bevor ich jetzt die Stats gerade einblende. Die sind gerade noch ein bisschen versteckt, sind sie gerade. Folgendes ist passiert. Dieses Kapitel habe ich bereits gespielt. So, gebe ich auch ganz offen zu. Ich könnte das jetzt natürlich unterschlagen und versuchen zu verheimlichen, will ich aber gar nicht. Ich habe das Kapitel bereits gespielt und ich musste es leider nochmal aufnehmen, weil mal wieder die Platte vollgelaufen ist. So, das heißt, die Aufnahme war leider weg und ich muss das jetzt leider alles nochmal nachstellen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, dass einigermaßen, ich bin ganz ehrlich, am Anfang, pass auf, ich fange hier mal an. Guck mal, hier blende ich gerade ein. Am Anfang muss man ja hier Briefing anhören, Opfer untersuchen, bla bla bla, Android reparieren. Man sieht bereits, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, dass ich am Anfang, also ich habe versucht, alles nachzustellen. Es gibt eine Entscheidung, die jetzt anders war, weil ich muss das nochmal neu aufnehmen. Und ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich musste die Pan fragen tatsächlich, wie das geht, weil ich bis jetzt immer die PlayStation angelassen habe. Einfach nur, damit wir nicht zwischendurch wieder ins System kommen. Nee, zwischendurch habe ich einmal God of War aufgenommen. Deswegen konnte ich die Umfrage machen. So, jedenfalls. Ich habe versucht, alles nachzustellen, wie in der ersten Aufnahme. Ich habe auch versucht, ungefähr das Gleiche zu erzählen. Das, ehrlich gesagt, mein Stripperwitz, dass ich am Wochenende strippe, ist mir in der ersten Aufnahme besser gelungen, glaube ich. Genauso wie das den Androiden verfolgen, also den anonymen Androiden verfolgen, das ist mir auch besser gelungen. Und ich sehe gerade, ich hatte vorher in der ersten Aufnahme eine aggressive Herangehensweise, jetzt eine ruhige Herangehensweise. Warum, das weiß ich nicht. Denn ich habe eigentlich die gleichen Infos bekommen und ich habe auch genau die gleichen Sachen ausgewählt. Das wundert mich gerade ein bisschen. Eigentlich hatte ich... Ich bin mir fast sicher, ich hatte die erste Runde aggressiv und jetzt habe ich plötzlich ruhig, was ich mir nicht erklären kann, weil ich habe wirklich genau das Gleiche gemacht. Tatort verlassen, Androiden, Augenzeuge finden, haben wir gemacht. Hank um Hilfe bitten, haben wir auch gemacht. Abweicher verfolgen, habe ich auch gemacht. Lager betreten. So, in der ersten Aufnahme habe ich das blaue Blut noch analysiert, weil da habe ich die Zeitschrift nicht gelesen. Die neuen Supermächte lesen, ich habe die neue Zeitschrift einfach, die habe ich einfach weggelegt, weil ich habe nämlich gesagt, ich finde es doof, dass in so spannenden Situationen man irgendwie eine Zeitschrift versteckt, gerade auch wenn Spielentwickler das machen, weil man dann einfach komplett raus ist aus der Spannung. Das nimmt die Geschwindigkeit raus, das mag ich nicht. Ich lese gerne vor, aber nicht, wenn es einfach gerade von der Spannung her einfach nicht passt. Jetzt habe ich gerade den Artikel vorgelesen, weil ich den doch ganz interessant fand und dann stand Hank plötzlich an der Tür und meinte, ja, lass mal losgehen. Und daraufhin bin ich ein bisschen panisch geworden und habe dann das blaue Blut nicht analysiert, sondern ich bin direkt zu den Androiden hin. Hat man vielleicht auch gemerkt, dass ich relativ schnell da war. Und das rote Symbol da habe ich nach wie vor nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das andere war, was wir hätten machen können. So, blauhaarigen Abweicher untersuchen, habe ich gemacht. Abweicher greifen an. Kampf gewinnen war auch letztes Mal so. Ich habe den Kampf gewonnen. Das war gar nicht so schwer. Ich war sehr konzentriert. Also mein neuer Trick ist, bei Quicktime-Events nicht mehr auf den Kampf zu achten, sondern einfach nur noch alert zu sein und gucken, wann poppen die Symbole auf und dann das Richtige zu
zu drücken. Und was mir passiert öfter mal, was ich ehrlich gesagt nicht gerne mag bei Detroit Become Human, wenn du das Gamepad zu heftig bewegst irgendwie, und ich habe das Gamepad unterm Tisch, ich habe hier unten nicht so viel Platz, ich kann das nicht hochziehen oder runterziehen, einfach so, zieh's hoch, lande ich am Tisch ungefähr so. Scheiße. 7. November 2038. 1:02. Die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Muss ich mich jetzt jedes Mal wieder hindrehen? Gut, dass Slatko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Es stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Realtime. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Was? Wie? Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Überprüfe den Automotor. Alter, bei der Kälte auch noch. Mitten im Nirgendwo. Tolle Idee. So, hinten ist wohl Kofferraum. Ich gehe trotzdem mal kurz hier gucken. Öffnen. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Carla. Ach so. Umsehen darf ich mich nicht, aber gehen. Dann schauen wir uns mal ganz kurz und finden eine Unterkunft. Hier? Wo? Da ist ein Pfeil. Aber ob das eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Unsere Jacke haben wir auch verloren. Pirates Cove, Amusement Park, welcome. Oh. Freizeitpark, das könnte was sein. Bestimmt geöffnet. Ja. Der ist gerade richtig auf Hochbetrieb. Alter Schwede. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. So, okay. Wir müssen aus der Kälte raus. Untersuche verlassene Gebäude. Einmal wieder umschauen. Da drüben ist direkt was. Wischen bitte. Wischi, Wischi. Mein Name ist Vishnu. Okay. Was haben wir denn? Wo sind wir gerade? You are here. Tavern. Da vorne wahrscheinlich. Ich glaube, da könnte was sein. Ansonsten... Keine Ahnung. Ich glaube, die Tavern wird es wohl sein. Tavern.
Wie passend, dass hier überall Skelette sind. Und was für ein Glück, dass wir gerade, dass unser Auto gerade vor einem Freizeitpark den Geist aufgibt. So, da vorne sieht es ganz gut aus. Aber wir können ja alles mal angucken. Das hier ist auf jeden Fall nichts. Überprüfen. Überprüfen. Die Steuerung ist manchmal komisch. So. Was gefunden? Nein. Nein, nichts, wo wir übernachten können. Zu windig. Generell würde ich ja erstmal überall auf zu kalt tippen. So. Da war noch was. Ich schaue mir einfach alles an. Ist alles viel zu windig. Gebäude beschädigt, nicht sicher. Hat nicht sicher nicht Amerika gerettet im Jahr 2052? Weiß jemand, kennt jemand die Anspielung? So, einschalten. Ja, warum nicht? Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Ist das ein Omen? Aber wir sind zum Glück ja nicht mehr allein. Ich will nur nicht, dass Luther sich später opfert für uns. Das möchte ich halt nicht. Pirate Aventure. Das ist natürlich auch nichts. Okay. Gucken kann man natürlich trotzdem. Ich möchte mir natürlich alles anschauen. Während Alice langsam erfriert, weil ich mir natürlich wieder alles ganz genau angucken möchte. Natürlich. So, wo ist denn jetzt die Tavern? Sollte die nicht hier die Straße... Hä, da hinten ist der Darth Vader. Copyright Infringement. Hier fällt alles auseinander. Ah. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Hier. Das ist prädestiniert. Natürlich kann ich noch weiter rumgucken. Ich guck mal kurz hier. Untersuchen kostet ja nichts. Sieht drinnen sicher aus. Und windstill. Und in einem verlassenen Freizeitpark sind die Scheiben noch alle intakt. Total unrealistisch. So. Das kommt ab. Ich mach das. Ah. Guter Mann, der Luther. Wir könnten das noch als Feuerholz mitnehmen. Na bitte. Und die Scheiben alle intakt. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Oh, schön eine Zeitschrift. Gute Idee. So, US-Schiff ist in Arktis gesichtet. Kanada, saubere Luft und immer ein herzliches Willkommen. Was haben wir denn hier? USS Iowa vermisst. Dein U-Boot der Zerstörerklasse ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft doch. Präsidentin Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein, obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Sicherheitsexperte Ben Williams bezeichnet die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Das glaube ich aber auch. Androidenband Anwärter auf Musikpreis. Fans schreien, Traditionalisten weinen. Cybersicherheitsexperte warnt, ihr Android... Ich mach das Feuer hier. Dann stört uns der Rauch nicht so. Danke! Die Androiden-Boyband Here For You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißer Anwärter in der Sparte Best New Artist. Ein offener Brief von diversen Plattenlabeln, die nur menschliche Künstler fördern, fordert der Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen und befürchtet die Erosion der künstlerischen Werte in der Musik. Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes von menschlichen Musikern produziert werden, trifft der Ruf der Traditionalisten wohl auf taube Ohren. Ein Sprecher der Band sagte, Here For You geht es darum, ihren Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Die Musik ist alles, was ihnen wichtig ist. Was wahrscheinlich auch stimmt, weil sie so programmiert wurden.
Ganz ehrlich, ich verstehe diesen Unterton hier im Spiel natürlich immer, ne? Also es gibt immer diesen bestimmten Unterton, dass Androiden die Menschen langsam überall verdrängen. Bei dem Buchschreiben hat man das, ne? Mit dem Autor, ach, die Leute werden nur noch Androidenbücher lesen. Bei der Musik gibt es das hier. Beim Sport ist es ja jetzt auch soweit. Also irgendwie, die Androiden verdrängen den Mensch. Ich glaube, dieser Unterton soll hier irgendwie ständig gesetzt werden. Und der Mensch als Unterton ist ja auch irgendwie immer meistens böse, nicht immer. Na gut, Feuerchen haben wir. Und wir hatten hier wohl offenbar auch Besuch. Erstens mal, was ist das da? Na nü. Ja, ist ja ein schönes Bild. Und hier haben wir noch einen Vorhang und vor allen Dingen haben wir aber hier das hier. Run ein. Hier sind überall Schätze. Da liegt noch eine Lupe. Und nicht zu vergessen, wir können das hier nehmen. Ups. So. Das nehmen wir auch noch. Eine schöne Schlafstätte. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen quatschen. Jetzt habe ich aus Versehen schon Sachen mitgenommen. Ja, mit ihr können wir gerade nicht reden. Kann ich gerade überhaupt mit jemandem reden? Sieht aber so geistesabwesend aus. Der Arme. So, richte ein Bett her, überprüfe Luthers Tasche. Ein Bett her hier. Wieder schön vor dem Feuerchen. Aber ich wollte noch mit ihr reden eigentlich. Alice? Sprich mit Alice. Ja, das wollte ich nämlich sowieso. Okay. Nee, wir sprechen jetzt mal mit ihr. Hey. Oh. Das machen normale Familien. Familie. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Optimistisch, realistisch, aufrichtig. Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. No. Na komm. Wehe, dem es ist Zeit fürs Bett. Wehe, dem passiert was. Ganz ehrlich, wenn dem was passiert, ich lösche das Spiel sofort. Decke Alice zu. Das machen wir. So. Na komm her. Ja. So. Na, Prinzessin? Na. No. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Prinzessin Einhornritter. Na komm. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Unglücklich, furcht, allein. Das allein in einem großen, alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Unmöglich, Schatten, anders. Es war anders. Und das machte es traurig. Dann traf es einen Roboter. Gehorsam verloren. Der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Besseres Leben, Schatten. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Tapfer zusammen. Sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden.
Unterwegs trafen sie Riese Beschützer Roboter. Einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Wir sorgen dafür. Wir schaffen das. Zeit zu schlafen. Keine Sorge. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Wir schaffen das. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Hilfe? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Rede mit Luther. Erstmal die Tasche überprüfen natürlich. Weil das Spiel das will. Nicht, weil ich ihm misstraue. Warte, was ist hier? Ach, das liegt da. Ist ja schon. Was haben wir denn da? Waffe überprüfen. Okay, ist gut zu wissen. Immerhin wissen wir, dass da eine da ist. Haben wir ganz kurz gecheckt. Schaden kann es ja nicht. Wenn wir uns auskennen. Okay, da haben wir noch die Zeitschrift. Da drüben ist noch was. So, schauen. Ich frage mich, ob die Geschichte auch überall andere Abzweigungen hat. Im Ergebnis. Und ich frage mich, wer das RA9 dahin geschrieben hat und ob der nicht irgendwie bald angreifen wird oder... Na gut, die greifen aber nicht an, die sind ja einfach nur frei. Wobei die RA9-Schreiber... Wie ist denn das bei Jericho? Bei Jericho steht nirgends RA9, oder? Also die RA9-Schreiber scheinen alle ein bisschen gedamaged zu sein. Oder vorher Misshandlungen gehabt zu haben und sowas. Die Leute, die das an die Wand schreiben. Wirkt irgendwie zumindest so. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der Erste, der erwachte. Eines Tages wird unser Volk anführen und uns befreien. RA9 Zweifel, okay. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Kara, ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Das kam unerwartet. Alice beschützen. Frage zurückdrehen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Okay. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Okay. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm schon, Kara!
Na los, komm. Ich glaube, du hast keine Wahl. No. Na komm. Ey, aber nicht ohne mich. Komm, Händchen her. Und ab geht's. Die Jerrys. Jerry Jericho. Aha. Sei unser Gast. Was? Reaktiviere das Karussell? Ach, das ist ja lieb. Na. Oh. Die Schlange geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Oh. Na komm. Hier aufs Seepferdchen, komm. Dann einmal. Oh. Schwer bist du geworden. Liegt natürlich in der Jacke. So. Zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. No. Und wie die Jerrys sich freuen. Auch. No. Das war so schön, nach all dem Grau und all der Kälte, dann doch wieder diese Hoffnung. Trophäe erhalten, ein Lächeln auf ihre. So, die Gruppe genoss einen stillen gemeinsamen Moment. Ach, wie schön, schön, schön. Es gibt zum Glück keine anderen Enden hier. Warnschuss abgeben. Ich habe eine Frage gestellt. Weil die Abweicher, die wollen ja per se erstmal nichts Böses. Außer bei Jericho bin ich noch nicht ganz sicher, wie sich das entwickeln wird. Aber generell wollen die Abweichler ja nichts Böses. So, Highway zur Hilfe. Alice ansehen, mit Luther reden und noch irgendwas anderes, was wir nicht gesehen haben. Auto hat eine Panne, Autopanne untersuchen, Umgebung scannen. Ich mache mal direkt mit Statistiken. Ich meine, viel anders können wir auch nicht gemacht haben. Irgendwas auf dem Jahrmarkt haben wir vergessen, aber ich wollte Alice schnell reinbringen. Deswegen habe ich mich auch nicht großartig umgesehen. So, Ivan einschalten, Karte ansehen, Gebäude überprüfen. Verlassene Kneipe untersuchen, Kneipe betreten. In der Kneipe haben wir alles gemacht, außer eine Sache. Mal wieder, USS Iowa ist klar 95%. Also offenbar, wenn man Leute drauf stößt, lesen die das auch. Also na, USS Iowa lag ja direkt darum. Schrift von RA9 ansehen, haben komischerweise nur ganz wenig gemacht. Broschüre ansehen, Luther macht ein Feuer. Durch Fenster sehen, 72%. Androidenband lesen und irgendwas haben wir noch vergessen. Bett für Alice herrichten. Alice sieht sich das Poster an, mit Alice reden. Alice geht ins Bett, Alice eine Geschichte erzählen. Da hätte ich gerne gewusst, was die Leute so gewählt haben. Tasche öffnen, Waffe sehen. Kara bemerkt die Waffe, aber ich habe es natürlich nicht genommen, weil ich wollte lieber Alice beschützen. Feuer löschen, 1%. Stock aus dem Feuer nehmen, 1%. Waffe nehmen, 27%. Aber Alice beschützen ging einfach vor. Es gab keine andere Option. Frage 8, 70%. Und die Gruppe genoss einen stillen Moment. Ja, ach, das war gerade echt schön. Das war wirklich, wirklich gerade schön. Das hat richtig gut getan nach dieser ganzen Flucht und all diesem Elend und lalala. Und auch die Jerrys, ich muss es einfach sagen, die Jerrys sind ja alle, glaube ich, auch erwacht sozusagen. Ne? Und die wollten halt nichts anderes. Die haben da auf dem Jahrmarkt rum existiert, aber die wollten letzten Endes nichts anderes, außer der kleinen Alice eine Freude machen. Weil das denen offenbar eine Freude gemacht hat. Die haben sich da alle, gefreut, sind rumgesprungen, als die Alice da gefahren sind, ist. Die haben sich also auch gefreut. Das fand ich sehr, sehr schön und sagt eigentlich auch viel aus über viele Abweichler. Aber es ist eben wie bei Menschen, das haben hier die Androiden, also die Abweichler und die Menschen gemeinsam. Man kann niemals alle über einen Kamm scheren. Die einen werden wahrscheinlich etwas rabiater werden, wobei das bis jetzt immer, naja, Selbstverteidigung war oder halt nach ewig langem Missbrauch. Und ansonsten, der einzige unbegründete Mord war bis jetzt eigentlich Marcus, wo ich aus Versehen meinen Finger noch auf der falschen Taste hatte, weil ich sie fest geklammert habe. Na gut,
dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und nehmt diesen schönen Moment auch mit in den Tag. Lasst euch nicht ärgern. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao mit V, tschüss mit Ö. Tschüss. Hold on just a little while longer. Some hearts made of stone. Between the charades we carry on, and the feeling's gone. An empty room. Ladebildschirm, sitze hier, badum, 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 badum.